was wir beide so gemerkt haben, ist, wie schwierig es überhaupt ist, Kindertheater zu machen. Also wie viel Handwerk und wie viel Können und wie viel Feingefühl dazu gehört, das zu machen. Und auch was die äußerliche Sicht auf Kindertheater angeht. Also es wurde gestern ja auch öfter angesprochen, dass es schwierig ist, als Autor Kindertheater zu machen, weil es ganz anders angesehen ist. Also sich irgendwie in Wert herabgestellt ist. Also dass es weniger Kunstfertigkeit erfordert, einfach Kindertheater zu machen als Erwachsenentheater. Und damit Kindertheater an sich reformiert werden kann, müsste erstmal das Verständnis dafür da sein, dass Kindertheater zu machen genauso viel Kunstfertigkeit erfordert wie Erwachsenentheater zu produzieren. Es gibt die alte Forderung, dass man sagt, wenn 20% einer Bevölkerung aus Kindern und Jugendlichen besteht, dann gehört 20% der Aufmerksamkeit und 20% des Etats in Produktionen, in Arbeit für Kinder und Jugendliche. Davon sind wir unendlich weit entfernt, obwohl es gar kein Argument dagegen gibt. Das sind einfach Lobbygeschichten, die sich über die letzten 40, 50 Jahre entwickelt haben. Dass man das Kind in den Mittelpunkt rückt, zu sagen, wir müssen das auch kulturell fördern und nicht nur PISA-mäßig in den Kernfächern, das ist etwas, was langsam jetzt wieder hochkommt, was aber durch diese verheerenden PISA-Studien, wo man sagte, man will mit Finnland und Südkorea irgendwie konkurrieren, ein bisschen verschüttet sind. Also die Schulen sind wichtige Partner ja immer noch für die Kinder- und Jugendtheater. Und die Schulen brauchen Raum und Zeit und Kompetenz, sich mit Theater zu beschäftigen. Das fehlt immer mehr, weil die Schule immer bürokratisierter und immer mehr im Umbruch ist und immer schwieriger es hat, Freiräume zu schaffen. Prachtvoll angebracht. Herzlich willkommen. Im Moment ist die Lage, dass die Kindertheater- und Jugendtheatermacher sehr neugierig auf die Erwachsenentheaterszene gucken, auf die Entwicklungen, dabei amüsiert feststellen, dass viele Entwicklungen, die das Kinder- und Jugendtheater seit 10 oder 20 Jahren macht, jetzt langsam im Erwachsenentheater ankommen. Also Formen der Recherche, Formen des Erzähltheaters, die Bindung ans Publikum, das Wissen, für wen spiele ich überhaupt und so weiter, sind alles Selbstverständlichkeiten im Kindertheater, die jetzt langsam mühselig in den Stadttheatern ankommen. Also unsere Neugier ist da groß, die Arroganz auf der anderen Seite ist genauso groß. Das kann nicht helfen, deswegen bin ich aber nicht unbedingt sicher, ob es sinnvoll ist, dass sich die großen Theater öffnen. Sie müssten sich erstmal neugierig machen für das Erfahrungswissen und den Schatz, den die Theater, die das seit vielen Jahren machen und die gute Leute haben, die sich damit beschäftigt haben, beizutragen hätten. Entschuldigung! Es war Postbote Heinrich, der am Gartenzaun stand. Die Lotte ist in den Brunnen gefallen! Es ist nicht Sozialpädagogik. Aber selbstverständlich hat es eine pädagogische Wirkung, ob du willst oder nicht. Du kannst sagen, ich lehne Pädagogik ab, es ist nur Kunst. Es hat aber trotzdem eine Wirkung auf Menschen, die wachsen und die unheimlich beeinflussbar sind. Deswegen sollte man lieber sich bewusst sein, was man bewirken möchte und welche Aussage oder welche These oder welchen Gedanken du eigentlich rüberbringen willst. Deswegen machen wir doch als Erwachsene Theater für Kinder, weil wir etwas erzählen möchten, weil wir irgendwas wichtig finden, weiterzugeben an die nächste Generation. Reparaturwerkstatt ist natürlich viel zu groß gegriffen. Aber wenn es hilft, Kindern beim Wachsen, einer sagte vorhin bei der Diskussion, wenn sie größer rauskommen als vorher nach einem Stück, dann ist das also sozusagen positiv gewendet. Nicht Reparatur, sondern Prävention. Abends, das Liebespärchen an der Bushaltestelle. Hey, wenn du klatschen willst, geh ins Kino! Ins Kino! Wirklich Neues mitgenommen habe ich eher aus der Diskussion gestern, weil ich mich bisher mit Kindertheater, mit Möglichkeiten, Kindertheater zu reformieren und was überhaupt qualitatives Kindertheater sein kann, also dass man dafür überhaupt Kriterien aufstellen kann. Und damit habe ich mich nicht beschäftigt und das war auf jeden Fall sehr interessant. Es ist dann immer nur ein Schauspieler, der da mitreden kann. Schauspieler? Mitreden? Ja.
sie ihr Stück schreiben sollen. Wir schreiben denen auch nicht vor, was sie machen sollen, sondern wir sagen, wir sind da wie in Open Space. Und wenn ihr irgendwas. Das ist natürlich trotzdem ein Riesenproblem, weil es, also eine, du kannst im Kindertheater, wenn du für alle Schichten Theater machen möchtest, was, wie ich finde, ein grundlegendes Existenzberechtigung von Kindertheater ist, dass man sich eben öffnet und nicht nur für Eliten da ist quasi, was ja die Stadttheater jetzt auch alle machen, aber die Kindertheater machen es schon lange eben. Und unter der Voraussetzung kann man nicht über hohe Eintrittspreise irgendwie eine Finanzierung erreichen. Es ist wirklich Aufgabe des Gemeinwesens, Kinder- und Jugendtheater zu stärken und zu unterstützen. Und hier gibt es eigentlich kein einziges vernünftiges Argument, warum Kindertheater immer noch ein 20. bis ein 40. des Etats von einem Erwachsenentheater kriegen. Es kostet ja keinen Nagel im Bühnenbild weniger, wenn er im Kinderbühnenbild steckt. Und ein Autor muss auch eine Miete zahlen, die nicht eine Kindermiete ist, wenn er für Kindertheater schreibt. Dieser Aspekt haben wir heute gar nicht besprochen. Der ist natürlich aber zentral. Du musst es dir leisten können, fürs Kindertheater zu arbeiten. Und hier, finde ich, gibt es von den Stellen des Gemeinwesenshauses immer noch eine skandalös veraltetes Denken, dass man nicht sagt, wer kulturelle Bildung ist, auch Theater gucken. Und das muss gefördert werden, sonst sind irgendwann mal die Theater leer.